sind. Wenn jetzt noch beim Rennen alles so lang dauert, dann wird es ja nie irgendeinen Platz erwischen. Fahren wir jetzt oder fahren wir nicht? Soll einer den Stab nehmen oder nicht? Ach da, ich möchte jetzt nicht. Das muss man raus. Kann was ist das für eine Aufnahme? Ich habe mir gestern original um 6 Euro eine wasserdichte Mütze gekauft. Ich habe wenigstens eins. Wenn ich die aufsetze, ja, dann kann ich nämlich so. Zum Götterzeugen. Noch kann er lang. Hier in München 24. Ich hoffe, ich schmeiß es nicht. Das Lächeln der Siegerin. Wie war die Einführungsrunde? Super. Ganz gut. Ich habe alles gegeben. 8 Minuten. Ohne Sturz. Ich bin eine Runde gefahren, ja. Wie es war? Ach, hier ist es gut. Es geht so. Ein bisschen rutschig. Da waren Welte vorbei. Von uns zwei. Ja, es ist schon losgegangen. Die anderen strampfen sie auch wie die Blöden. Und wir warten auf unseren Einsatz. Ja, weil eigentlich geht das Rennen erst dann los, wenn wir fahren. Okay. Alles andere ist nur Vorgeplänkel. Genau. Es gibt so Idioten, die einem immer vor das Bild fahren. Und dabei grinsen. Spaß. Wer ist wieder Chef? Guten Marina. Auf dem Klo. Die Soße ist der Hit. Diese. Sag ihr, ich bin mit ihrem Fahrrad schon vorgegangen, sie sollen ihren Arsch rufen. Sollen wir bitte an oder zusagen oder los? Das ist der lästige Kameramann, wie er sich an meine Freundin ranmacht. Und jetzt schalten wir um ins Erwachsenenprogramm. So, wenn jetzt, also ich habe gehört, kurz vor der sportlichen Höchstleistung soll man guten Sex haben und das ist der Garant dafür. Yeah! Warten auf eine Frau, weißes Trikot, Kondensstreifen um die Ohren. Ja.
Was meinst du noch? Ja, schön wär's. Schön wär's. Nee, war super runter. Kann nur noch besser werden, Zeiten. Ich hoffe. Nee, aber trotzdem cool. Hat sie geschmissen? Ah, nee, warte mal. Ich muss ja cool auf der Kamera wirken. Ich darf ja nicht hinfliegen. Alles gut? Ciao! Zu deiner Rundenzeit? Ja, 23:34. Ist doch gut. Nee, bist du zufrieden? 24:34. Bist du zufrieden mit dir? Ja. Nächste Runde, wie viel ist angepeilt? 23:48. Es wird trocken. Zum Glück. Es ist immer nur rutschig. Es macht einen heiden Spaß. Und wir sind ein Haufen Gott unterwegs. 25 Jahre. Servus, du geile Sau! Aber nicht von uns natürlich. Nein. Leider eine neue Sturzmeldung. Dana hat es geschmissen, hat Schmerzen. Sitzt oben gerade bei ihm. Ja, wir haben mal Feldmieter. Wer bist jetzt du? Ich bin der schwere Füße hat. Und das ist sein erster Sturz hinter sich hat. Ah! Warte, ich such's noch. Ah! An. Max, reinschauen, da ist was Grünes. Oh! Nicht die Schulter. Das ist dir auch noch nicht gefallen. Es soll ja welche geben, die gegen den Herrn Heidelbach nicht zustande kriegen. Also ich bin's nicht. Geschwindigkeit habe ich jetzt 0. Ich stehe aber jetzt auf, gell? 23:30 habe ich jetzt handgemessen. Aufstieg gesamt 83 Meter. Gut. Uhrzeit 13:32 Uhr. Alle denken, ich wäre immer nur am Essen. Ich verstehe das nicht. Echt? Du musst jetzt fahren, oder? Jetzt, ja genau, Marina ist jetzt dran und nach Marina werde ich jetzt mal in die Kurve treten. Und wie sind die Prognosen? Wie viele Stürze? Weil ich hoffe jetzt mal ohne durchzukommen, aber es ist so schwierig, weil wenn Jon so ein bisschen vom Gas geht, ja, dann ist Jon immer noch schnell. Wenn ich vom Gas gehe, dann... Marina! Auf die Siege! Gibt es irgendwelche Neuigkeiten von der Dana? Die kommt gleich. Und dann schauen wir mal, wie sie geht. Dana, was hast denn du da gemacht? Ja, der Andi muss sich das anschauen. Warst du da zu schnell dran, Mensch? Dann habe ich mir den Lenker verdreht und dann scheiße. Ja, aber das ist auch total knifflig in der Ecke. Ja, ich war gut dabei, ich war echt gut dabei. Ja, das denke ich mir schon. Dana ist verletzt. Nein, ich bin nicht verletzt. Nein! Die Sabine hat schon aufgenommen. Und ich fahre auf jeden Fall weiter. Ich trainiere doch nicht die ganze Zeit, um dann zu sagen, ich kann immer. Wie macht denn sowas? Ey Chef, du musst bei deinem Frau die sagen, dass du die Hufe hochhältst. Ist oben! Ihr braucht was! Ist oben! Ist oben! Du bist gemein, was mich du musst doch mal hier den Stinkefuß filmen. Ist das, hat das nicht nur Ton, sondern auch Geruch? Ja, kannst du das mal aufnehmen? Nein, das stinkt überhaupt nicht! Ja, aber ich nix, die Silvia hat mich verletzt, weil ich meinen Fuß nicht umgelegt habe, aber ich hab ihn ja oben. Ach
so, und das soll aus dieser Flasche noch gehen. Aber ich werde schneller und du wirst langsamer. Nee. Doch, nein, du wirst. Ich bin eine Minute schneller. Na, 45 Sekunden schneller. Und du bist 50 Sekunden langsamer. 21.04 und 21.50. Also habe ich hier eine Zeit von 8143 ist der, glaube ich, gefahren, oder? Ja, genau. Das ist 8143, das ist die Ingate. Und die Zeit habe ich schon reingeschrieben gehabt und die war auch richtig. Das war 23.32. Okay, hier. Ja, ne, die stimmt ja schon. Ja. Die hat nur durchgestrichen, was falsch ist. Gute Zeit? Ich weiß meine Zeit noch nicht. Ach, du weißt deine Zeit immer noch nicht? Ich weiß sie auf der Stopp, aber ich weiß sie offiziell nicht. Auf der Stopp habe ich 22.30. Und dann noch ein Stück davor dazu, dann vielleicht 23.30. So hell. Ich geh mich jetzt umziehen. Mach dich nackig. Was machst du? Ich fahr jetzt aber die Strecke ab. Also ich habe mir so eine Rundenzeit von 19.30 vorgestellt. Mit unserem Teamrad? Ja, mit dem Teamrad. Ja, Biene Heidelbach, ein Beweis, dass man mit Körperbeherrschung einiges leisten kann. Biene, du Willi. Mach ein Wheelie! Ja. Oh, ich hatte noch was zu finden. Du sag mal, Frank, kannst du schrauben? Ja. Schrauben. Hast du so einen Schrauber? Ja. Denn mir ist auch da oben noch mal einer vorbei, so völlig frisch, dumm. Und ich so, was ist jetzt los? Bin ich so langsam? Aber alles prima. Wenn du 15 Minuten durchtreten kannst, dann bist du in 15 Minuten wieder da. So einfach ist das. Ich kann leider nur 10 Minuten treten, deswegen brauche ich 20. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Es liegt alles der Straße. Julia, yeah. Schwesterklasse. Es wird schon werden. Also, zweite Runde, Albrecht. Hey. Ja, die war genauso lang wie die erste. Ich hoffe, dass ich ein bisschen schneller war, aber ich weiß es nicht. Wenn man einen runter. Ich habe schon versucht, mal ein bisschen besser einzuteilen, also nicht alle Körner gleich am Anfang auf die Straße zu schmeißen. 220, wenn ich heute noch bin, ich schon froh, Robert. Wie war's? War gut. War gut? Langsam lässt die Kraft ein bisschen nach, aber sonst alles gut. Schön. Marina, go for it! Schön ist es heute mit euch, Alter. Das ist ein Teleg. Macht riesen Spaß. Super Wetter. Tour? Nein. Ciao. Aber soll ich dir was sagen? Du bist nicht der Einzige. Ja, ich weiß schon. Kinder. Beide sind so aus Münster. Wir werden jetzt im Fernsehen. Das ist schon meine dritte Portion. Ohne Mann, kein Kaffee. Die Form kommt und geht, die Klasse bleibt. Am Straßenrand. Ja doch, es tropft. Ein Tropfen. Jetzt Luft weg.